Nächste Frage stellt der Abgeordnete Schnabel. Bitte sehr. Danke, sehr geehrter Herr Minister. Österreich zählt ja bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung mittlerweile zu den Top 3 Ländern in der EU. Unser Land erzielt hier viele wissenschaftliche und ebenso folgende wirtschaftliche Erfolge. Aber paradoxerweise sind wir aber auch bei der öffentlichen Geringschätzung von Wissenschaft im europäischen Spitzenfeld zu finden. Bestätigt wird es in der Barometerumfrage oder bei dem Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Und man muss auch sagen, dass vor allem die Freiheitliche Partei mit alternativen Fakten der Glorifizierung des Hausverstandes, den Verschwörungsglauben oder digitalen QAnon-Publikationen diese Wissenschaftsskepsis wirklich schürt. Sehr geehrter Herr Minister, welche Maßnahmen setzen Sie, um die Begeisterung für Wissenschaft und die Forschung trotz anhaltender Wissenschaftsskepsis zu fördern? Ja, sehr geehrte Abgeordnete, nachdem ich selber ja aus der Wissenschaft komme, ist mir gerade das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir haben ein 10-Punkte-Programm im Ministerium initiiert unter dem Titel Trust in Science and Democracy, kurz Trust, um für Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie zu werben. Wir müssen das wieder stärken. Wir haben zahlreiche Maßnahmen bereits in die Wege geleitet. Wir schicken etwa Wissenschaftsbotschafterinnen und Botschafter in die Schulen. Das sind Personen, die selber aus der Wissenschaft kommen und den Kindern und Jugendlichen nicht nur ihre eigene Wissenschaft erklären, sondern generell auch nahebringen, was es bedeutet, in der Wissenschaft zu arbeiten, was es auch bedeutet, was überhaupt Wissenschaft bedeutet und welch großen Wert Wissenschaft für uns hat. Wir gehen natürlich aber auch nicht nur in die Schulen auf diesem Wege, sondern durch Sparkling Science 2.0 haben wir ein eigenes Programm, wo Wissenschaft und Gesellschaft aktiv zusammengebracht werden, ein sogenanntes Citizen Science Programm. Wir haben im letzten Jahr in ein Fördervolumen von 11,5 Millionen Euro 45 Projekte gefördert. Die Ausschreibung für das nächste Jahr hat begonnen. Wir bieten im Sommer Kinder- und Jugendunis an, damit die Kinder und Jugendlichen auch auf diesem Wege mit wissenschaftlichen Themen mehr noch in Berührung kommen und um auch vermehrt noch auf weitere Zielgruppen eingehen zu können, habe ich eine eigene Ursachenstudie in Auftrag gegeben, die heuer im Sommer fertiggestellt wird, damit wir besser noch wissen, wie es mit der Wissenschaftsskepsis in Österreich steht, ob es hier regionale Altersgruppenunterschiede und so weiter gibt, damit wir dann zielgerichtet mehr noch tun können, um wieder dafür zu sorgen, dass Wissenschaft für entsprechendes Verständnis bekommt und eine entsprechende Anerkennung bekommt, die sie verdient und die sie braucht. Zusatzfrage? In aller Kürze gleich mit Anton Zeilinger hat ein österreichischer Quantenphysiker den Nobelpreis für Physik gewonnen. Basis dieser außerordentlichen Leistung ist die Grundlagenforschung. Herr Minister, welches Resümee ziehen Sie aus diesem Erfolg? Ja, wenn man mit Anton Zeilinger spricht und er erzählt, dass er eigentlich zu diesem Zeitpunkt über etwas geforscht hat, wo außer ihm niemand wirklich ein Gefühl dafür hatte, worum es geht, und er selber auch nicht richtig wusste, wohin es ihn in seiner Forschung schlägt, dann sieht man, dass eine ergebnisoffene Grundlagenforschung extrem wichtig ist. Und das bedeutet, dass die Grundlagenforschung exzellent sein muss, und wir investieren sehr viel in diese exzellente Grundlagenforschung. Das ist aber eine Pionierarbeit. Wir müssen einfach den Forscherinnen und Forschern in diesem Bereich die Möglichkeit geben, themenoffen zu arbeiten, Risikoforschung zu betreiben, wo wir nicht erwarten, dass es einen bestimmten Output gibt, denn wir wissen ja nicht heute, was morgen relevant ist, und deshalb ist es aber umso wichtiger, dass wir hier in diese Bereiche aktiv investieren, und gerade mit der Exzellenzinitiative haben wir hier die richtigen Maßnahmen gesetzt. Über den FEF werden ja jetzt 5 Clusters of Excellence gefördert. Das sind Bereiche, wo verschiedenste Universitäten und Forschungsinstitutionen gemeinsam arbeiten. Und ich erwarte mir hier sehr wichtige, wertvolle Impulse für die Forschung in Österreich.